Was treibt Menschen dazu, sich 3 Stunden lang intensivem Sport auszusetzen? Ist es der Durst nach Herausforderung oder doch die Sehnsucht nach dem Adrenalin? Für die Teilnehmer des Nachtschwärmersports gibt es nur eine Antwort. Die unstillbare Gier nach neuen Erfahrungen, die sie dazu treibt, sich alle 20 Minuten in ein neues Abenteuer beim Sportclub Siemensstadt zu stürzen. Wir hatten in diesem Jahr zum ersten Mal weit über 220 Teilnehmende. Und es ist immer wieder ein Highlight für uns, auf diese Art und Weise unser Zentrum und unseren Vereinssport auch vorstellen zu können. Sportenthusiasten und Energiebündel finden in Kursen wie Pilates oder Sensation ihre Herausforderung, während funktionale Fitness die Muskeln formt. Tanzbegeisterte haben die Wahl, sich entweder Tango Argentino oder Milonga hinzugeben. Man gewinnt einfach einen sehr guten Überblick über das, was der Verein hier bietet, und es ist beeindruckend überhaupt, wie groß das ganze Gebäude hier ist, also alle Hallen und so weiter, wie viele Räume es hier gibt. Zwischen den intensiven Trainingseinheiten finden diejenigen, die sich selbst schützen wollen, einen sicheren Hafen in den Kursen für Selbstverteidigung. Hier können sie die Kunst der Abwehrmechanismen meistern. Zusätzlich stehen auch Angebote wie Yoga Lates oder Mudra-Meditation zur Verfügung, um eine ganzheitliche Balance von Geist und Körper zu fördern. Für mich ist natürlich besonders wichtig, ob die Trainer gut zurechtkommen, ob die Abläufe so funktionieren wie geplant. Und das war alles reibungslos gelaufen. Ich habe gesehen, dass die Sportler viel Spaß hatten. Außerdem haben die Nachtschwärmer die Gelegenheit, Berlins erste Cooling Lounge zu erkunden. In dieser Lounge erleben sie die wohltuende Wirkung von milden Kälteanwendungen auf ihre Hände. Dabei werden körpereigene Prozesse aktiviert. Der gesamte Körper wird bei einem definierten Unterdruck und einer Temperatur von ca. 4 Grad Celsius erreicht. Das Spannende ist halt, dass wir eine Kälteanwendung anbieten, die eben sehr gut hilft gegen Schmerzen und gegen vor allem entzündliche Prozesse und Erkrankungen und zur Regeneration. Zum Beispiel nach dem Sport oder auch wenn man Wettkämpfe antreten will, dass man wieder leistungsfähiger ist. Nach einer erholsamen Zeit in der Cooling Lounge können Besucher ihre Energie im Indoor-Cycling zu den Hits der schwedischen Popgruppe ABBA wieder aufladen. Jeder Tritt in die Pedale lässt dabei die Muskeln brennen. Und weil es einfach Spaß macht, dass alle gleich viel gelitten haben. Wir haben uns alle angeguckt und waren so, wir schaffen das schon, und das war irgendwie ganz cool. In einer Atmosphäre von Erschöpfung und Erfüllung tauschen die Teilnehmer Geschichten und Lacher aus, während sie sich allmählich verabschieden und auf das nächste Abenteuer beim Sportclub Siemensstadt freuen, das bereits in den Startlöchern steht.